Warnung! Dieses Let's Play beinhaltet einige Szenen, in denen brutale Gewalt und sehr viel Blut fließt. Bitte schaut nur weiter, wenn ihr diese Szenen auch tatsächlich verarbeiten könnt. Was ist denn hier passiert? Das ist meine Schuld. Hatte bisschen Stress mit einem Anwohner. Verflucht, Caitlin, hier steht nichts mehr. Du solltest den anderen sehen. Was ist jetzt mit Jacob und Emma? Wahrscheinlich gar nichts. Hoffentlich. Ich meine, sollen wir sie suchen? Warnen? Ich glaube, das Sicherste, das Verantwortungsvollste ist, Hilfe zu holen. Ja. Und dann können wir sie suchen. Und Nick. Und Nick. Halt. Was? Ist da jemand drin? Weiß nicht. Was ist da? Jacob? Emma? Sind sie... Soll ich mal aufmachen? Ist dein Arsch, Kumpel. Das Silber. Nimm die Silberne. Was, wenn's Nick ist? Was, wenn nicht? Keine Ahnung. Das war ein Fehler, oder? Okay. Kriegst du das hin? Nein. Oh. Nicht ohne Teile. Speziell einen Verteiler. Da hinten ist dein Schrottplatz. Also, kriegst du es hin? Versprechen kann ich's nicht, aber da sollte einer sein. Klingt weit hergeholt. Hast du was Besseres vor? Nicht sterben? Ja, fände ich auch gut. Also hauen wir endlich hier ab. Okay, gut, nur weil du hier mit Logik Sinn machen willst, riskiere ich nicht Kopf und Kragen. Was ist mit Abby? Sie ist im Sturmkeller sicher. Wir müssen nicht alle los. Das stimmt.
Daddy, wir gehen zum Schrottplatz und versuchen, was zu finden, was uns hilft, hier rauszukommen. Okay, schafft ihr das? Na klar, du bleibst hier. Der Sturmkeller ist sicher. Seid vorsichtig. Sind wir. Was war das? Hä? Was war das? Oh, das ist nichts. Wir haben, unten sind Gäste. Wir wollen doch kein Blut vergießen mehr. Sei leise. Sei du leise. Ja, und dann kann ich endlich mal sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Quarry. Ich hatte einen nicht so schönen Auftakt, wie man vielleicht mitbekommen hat. Gerade als ich aufgenommen habe und es so schön ruhig war, musste natürlich der Müllwagen vorbeifahren, beziehungsweise auch irgend so ein scheiß LKW oder was. Obwohl hier eigentlich nie LKWs durchfahren, also wahrscheinlich war es eher ein Bus. Nein, 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 nimm das, nimm das. Ich habe schon schlechte Erfahrungen damit gemacht. Oh, sehr schön. Der Herrscher, Autorität, Patriarchat, Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen und ihr Imperium ebenso? Sollen sie bluten? Sollen sie einander zerfetzen und zerrotten? Ja, bin ich für. Aber nur die Mächtigen. So. Wenn die Mächtigen fallen, dann kann das Volk wieder in Frieden ruhen. Und wohnen. Shit. Armes Kind. Riesenkopf. Wer ist Bobby? Okay. Oh, da hinten wartet schon ein Werwolf auf uns. Gucken wir erstmal hier weiter. Oder auch nicht. Vorsicht! Bin okay. Das kommt direkt von vorn. Jacob! Ich bin's. Himmel, was ist mit dir los? Ja, sein, aber halt hoffentlich. Ryan nicht. Ich meinte damit nicht, dass du da reingreifen sollst. Was stellst du unten mit ihnen an? Es ist nichts, wir beschützen sie nur. So wie auch schon die ganze Nacht. Was war das? Das war echt saukomisch. Oh, Scheiße. Du musst mich hier rausholen. Wie? Im Ernst? Der steht unter Strom. Okay, hör zu. Da ist ein Kasten in der Ecke dort. Ich glaube, das ist die Steuerung, okay? Ich habe den Alten, den aus dem Wald, dran hantieren sehen. Was machst du hier, Travis? Du solltest bei den anderen sein. Wie gesagt, wir beschützen diese Kids schon die ganze Nacht. Ma? Es ist Kaylee. Sie ist tot. Nein. Die Jungs bringen sie gerade her.
Du bist wohl mit deinem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma. Nein. Gott verdammt. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nicht meine Kleine. Nicht meine Enkelin, nicht meine Kaylee, nicht meine kleine Kaylee, nicht die kleine Kaylee, nicht die kleine Kaylee, du mieses Stück Scheiße! Nicht die kleine Kaylee! Du Scheißkerl! Was hast du ihr getan? Wozu gebissen? Ist die irre? Halt! Ist es? Denk mal nach. Wieso sperren sie ihn wohl ein? Wer soll das sonst sein? Wer verdammt ist das? Sie hat das Sagen. Du hast dich schon mal getäuscht. Vielleicht ist es sogar Nick. Dein Freund? Hey, hör mal. Okay. Sie sagten, sie hätten schon zwei von uns erledigt. Was immer das heißt. Wer das auch ist, er geht nirgendwo hin. Denk dran. Wir müssen sicher sein. Wie versprochen. Ryan! Ryan! Du musst mich hier rausholen. Ernsthaft, Mann! Es ist jemand der Waffe mit der Silberkugel schnappen. Es war meine. Sie haben sie genommen. Sie geklaut! Du dummer Idiot! Ma. Ach, verdammt! Du mieses Stück Scheiße! Verschwinde! Hau ab von hier! Sie sind nah. Okay, okay. Okay. Hilf mir dadurch. Okay, also, ich weiß nur, dass du meine Tür und die da öffnen musst. Und definitiv nicht die Tür. Oh, cool. Danke, Detective. Okay, fick dich, Mann. Ich will nur helfen. Nein, fick dich. Ich will nur helfen. Still. Still. Okay, da ist eine Konsole an der Wand. Ein Kasten oder sowas. Mit den Schaltern solltest du die Käfige isolieren können. Okay, halt durch. Okay. Oh, lass mich jetzt bitte nicht aussuchen, was. 3 und 5 müsste ich theoretisch machen, aber... Nein, nein, nein. Wie kann ich den unteren? Oh. Aber hier ist kein 5. Leute. Ich mach mal die 4. Oh Gott. Das ist viel zu gefährlich. Ja, weil du es verkackt hast. Okay. Das war's. Okay, tut mir leid, Mann. Bitte, bitte. Gott verdammt. Du bist hier besser dran. Was? Tut mir leid, Mann. Nein, 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 Alter, komm schon. Wir holen dich noch. Hör auf mit diesem Scheiß, Ryan. Bitte, Ryan, bitte, Alter. Wer weiß, was die mit mir machen. Komm schon. Du musst mich rauslassen. Lass mich bloß nicht hier. Shh. Fuck. Oh. Guter Gott! Wieso geht die andere Tür auf und wieso gab's da nur Schalter 4? Das ist doch scheiße. Nicht meine Gott, nicht meine Enkelin. Nicht meine Kaylee, nicht die kleine Kaylee. Und du hattest... die verdammten Betreuer in deinem Scheißknast für ganze 2 Scheißmonate, ja? Und jetzt erzählst du mir, dass du nicht ihre verschissenen kleinen Spatzenhirne weggeblasen hast, sondern sie mit deiner Silberwaffe meine Kaylee erschießen konnten? Willst du mir das erzählen, Travis? Kein Blutvergießen mehr. Das hast du gesagt.
Geht die Alte mir auf die Nerven. Ma, was, wenn ich's gewesen wäre? Oder, Oder Bobby. Was dann? Sie war Familie. Ein Mann beschützt seine Familie. Du bist nur kein Mann. Ich wünschte, ich könnte all das ungeschehen machen, aber ich kann's nicht. Ich kapier's nicht. Ich kapier nicht, warum... Wieso hast du das Problem nicht beseitigt, als du die Chance hattest? Das Problem beseitigt? Hörst du dich reden? Ja, ich höre mich reden. Ich mag alt sein, aber nicht taub. Ich bin bei der Polizei. Ach, jetzt bin ich blind, du scheiß Mistkerl. Blind und blöd. Oh, du wedelst mit deiner Marke rum, als wär's eine Million Dollar. Dabei hast du sie nur, weil Hank in dem großen Feuer umgekommen ist. Ma. Nicht Ma. Ma gibt's nicht. Setz dich hin, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll. Bitte. Und spiel dich nicht auf. Spiel dich nicht auf, als wärst du was Besseres, weil's nicht stimmt. Jetzt setz dich, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll, du. Du Stück Scheiße. Ja? Ryan, lauf! Ma, schick Bobby runter. Na super. Willkommen. Hast du mich vermisst? Hoffentlich bringst du mir mehr meiner Karten. Sollen wir sie uns ansehen? Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Der Herrscher. Autorität, Patriarchat, Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso? Sollen sie bluten? Sollen sie einander zerfetzen und verrotten? Details? Klar. Dann such die mögliche Zukunft aus, die du sehen willst. Und sieh genau hin. Versuche, Klarheit zu finden im Chaos. Scheiße, was will ich denn? Ich nehme mal den Herrscher. Geh, du hast noch Zeit. Pass nur gut auf. Pass wirklich gut auf.